einen schönen guten Abend zusammen. Der Roland hat schon was vorweggenommen, aber ich denke, ich kann das trotzdem noch anbringen. Er hat schon gesagt, ich bin Oma, ich bin dreifache Oma, meine Enkel sind anderthalb bis zwei Jahre alt und ich fahre keinen SUV. Mein Auto ist größer, aber ich fühle mich trotzdem nicht als Umweltsau. Warum nicht? Ich befördere Fahrgäste im Durchschnitt 6 bis 7 pro Tour. Mit unserem Fahrzeug, dem Bürgerbus, da sehen Sie einmal ganz viele Bürgerbusse beim letzten Bürgerbus-Dachverband pro Bürgerbus in Gronau. Da war die Jahreshauptversammlung und da sieht man ganz viele Busse aus Nordrhein-Westfalen. Denn das ist ein Erfolgsprojekt. Seit 1985 gibt es Bürgerbusse in Nordrhein-Westfalen. In den Niederlanden, ich habe gerade gehört, ich glaube, hier sind Leute aus den Niederlanden, da ist das schon etwas älter, denn dort gibt es schon Bürgerbusse oder Bürgerbusse seit 1977. So, bei uns im Dorf sollte vor ungefähr 25 Jahren die Buslinie eingestellt werden. Die Buslinie von der NIAG wurde der Stadt zu teuer. Es fuhren im Durchschnitt 1,2 Personen pro Fahrt mit. Der fuhr auch nur zwei oder dreimal am Tag. Die Stadt hatte dann beschlossen, wir finanzieren das nicht mehr. Das war eine sechsstellige D-Mark-Summe, die das kostete. Und eine Unterschriftenaktion im Dorf wurde gestartet, die Stadt möge sich doch bitte nach Alternativen umgucken. Und da wurde dann das Bürgerbusprojekt gefunden. Damals war ich direkt dabei, Feuer und Flamme, und habe mich da gleich von Anfang an mit engagiert. So, ich habe jetzt mal hier so einige Fragen formuliert, wo ich gedacht habe, das sind möglicherweise Ihre Fragen. Wissen Sie, was ein Bürgerbus ist? Sind Sie vielleicht schon mal mit einem Bürgerbus gefahren? Wer ist schon mal mit einem Bürgerbus gefahren? Oh, das sind ja ein paar wenige. Ist ja auch jemand, der Bürgerbusse noch gar nicht kennt. Aber das ist eindeutig die Mehrheit. Also komme ich, glaube ich, mit meinen Fragen hier ganz richtig. Was ist ein Bürgerbus? Ein Bürgerbus ist so ein Kleinbus mit 8 Fahrgastplätzen und einem Fahrerplatz. Bürger fahren für Bürger, das heißt, ehrenamtliche Fahrer bewegen diesen Bus und die Fahrgäste zahlen dafür einen kleinen Obolus. Diese Busse gibt es in verschiedenen Ausfertigungen. Es gibt Zuschüsse vom Land, da komme ich gleich später noch zu. Wer darf so einen Bus fahren? Das sind, wie ich gerade schon sagte, ehrenamtliche Fahrer. Da sind aber einige Voraussetzungen zu erfüllen. Man muss mindestens 21 Jahre alt sein, 2 Jahre den Führerschein Klasse B haben und nach einer theoretischen und praktischen Einweisung kann man dann und nach einer betriebsärztlichen Untersuchung darf man dann diesen Bus bewegen. Wir sind in unserem Verein etwa 40 aktive, nein, nicht etwa, wir sind genau 40 aktive Fahrer im Augenblick. Hier sind auch noch einige Ehemalige drauf, dafür fehlen aber auch noch einige. Und 40 hört sich enorm viel an, aber wir fahren auch sehr häufig. Wir fahren 14 Touren von Twisting, von unserem Dorf aus, in die Stadt und wieder zurück. Wir fahren 13 Stunden, weil damals war für uns wichtig, das kann nur ein Erfolgsprojekt werden, wenn wir häufig fahren und wenn der Fahrpreis nicht zu hoch wird. Also haben wir uns entschlossen, sehr viele Fahrten anzubieten. Wir starten morgens um 6.23 Uhr und der Bus ist dann um etwa 19.30 Uhr wieder in der Garage. Zwischendurch fährt er eigentlich fast nonstop. Wir haben eine kleine Pause von 8 Minuten am Bahnhof, stündlich. Sie sehen, wir sind viele Fahrer. Wir fahren sehr oft. Wir brauchen ungefähr
Ja, alle 2 Stunden wechseln wir die Fahrer oder manche fahren auch 3 Stunden, in Ausnahmefällen auch schon mal 4, wenn jemand ausfällt, weil möglichst alle, der Bus immer bewegt werden soll. Da stehen Leute, die warten auf uns. Also müssen wir sehen, dass wir die auch abholen können. In mittlerweile fast 24 Jahren ist unser Bus erst einmal 1 Stunde ausgefallen. Wir haben immer geschafft, manchmal wohl mit Verspätung, wenn irgendwas dazwischen gekommen ist, aber wir haben immer geschafft, den Bus ans Rollen zu halten. Es gibt bei der Stadt Kevela 4 Bürgerbusvereine. Jedes Dorf hat einen eigenen Verein und alle Busse treffen sich in Kevela am Bahnhof. Und so ist es also auch möglich, dass man da umsteigt und dann von einem Dorf über die Stadt in den nächsten Ort zu fahren. So, ich war jetzt gerade bei den 40 aktiven Fahrern. Wir sind ja ein Abbild der Gesellschaft, sag ich mal. Wir sind viele ältere Leute, weil die, man sagt es, mehr Zeit hätten. Wobei ich eigentlich sagen kann, ich habe nie Zeit. Der Jüngste bei uns ist 25 Jahre alt. Der ist vor etwa 20 Jahren immer schon als Fahrgast mitgefahren. Die Oma hat ihn in Kevela Nord zum Bahnhof gebracht und dann ist er mitgefahren in die Stadt. Dort holte seine Mutter ihn wieder ab. Also in unsere Obhut gegeben und er war auch immer, ich sag mal, gut betreut, denn ich glaube, sonst würde er heute nicht bei uns fahren. Der älteste unserer Fahrer ist 79 Jahre alt oder 2 79-Jährige haben wir, die werden in diesem Jahr 80, fahren trotzdem noch. Wir müssen regelmäßig betriebsärztliche Untersuchungen über uns ergehen lassen, in der Regel alle 5 Jahre, ab 65 Jahren allerdings jährlich. Und solange man da durchkommt, darf man auch noch mit 80 Bürgerbus fahren. Ohne unsere Rentner wäre es auch ganz schlecht, dann könnten wir also den Fahrplan nicht mehr abdecken. Ich hatte gerade schon mal gesagt, wir fahren 5 Tage die Woche, 14 Mal vom Dorf in die Stadt und wieder zurück. Samstags 4 Mal. Die Uhrzeiten habe ich schon gesagt. Unsere Route geht entlang 8 Haltestellen in Twisteden, in unserem Dorf, zum Bahnhof nach Kevela. Dann machen wir eine Runde durch Kevela Nord, wieder zum Bahnhof und dann geht es zurück in unser Dorf. In Kevela fahren wir 14 Haltestellen an. Ich hatte auch gerade schon mal gesagt, weitere Bürgerbusse. Es gibt 3 weitere Vereine in Wetten, Winnekendonk und in Kervenheim. Wir treffen uns von Zeit zu Zeit am Bahnhof. Es besteht also da die Möglichkeit, umzusteigen. Die Preise halten sich alle in Grenzen. Wir nehmen für die Fahrt innerhalb eines Ortes 70 Cent für Kinder und 1 Euro für Erwachsene. Von einem Ort zum anderen, also Twisteden, Kevela, 1,20 Euro und für Kinder 1 Euro. Jetzt 2 Orte, also mit dem Wechsel in den anderen Bus und Wechsel des Ortes, dann 2 Euro bzw. 1,20 für Kinder. Wir haben uns für diesen sogenannten Inseltarif entschieden, den wir selbst festgelegt haben, weil das für uns nicht in Frage kam, den VRR-Tarif zu nehmen, der war uns zu teuer. Dann würde jede einfache Fahrt 2,80 Euro kosten, hin und zurück, also 5,60 Euro. Das war uns eindeutig zu viel, weil wir unsere Aufgabe auch darin sehen, die ältere Bevölkerung, die möglich, also auch viele Witwen, die nicht so viel Rente haben, die möchten wir auch abholen und von A nach B bringen. Wir haben auch eine Zeit lang Schüler transportiert, morgens früh zum Bahnhof, die Kinder oder Jugendlichen, die zur Berufsschule mussten oder die zu einer weiterführenden Schule außerhalb von Kevela gegangen sind. Und da sind wir allerdings sehr schnell an unsere Grenzen geraten, denn wir dürfen ja nur 8 Fahrgäste transportieren. Und wir hatten dann vor 2 Jahren 19 Schüler, die zum Bahnhof wollten.
Das sprengte wirklich alle Kapazitäten, sodass wir dann eine Kooperation mit einem Taxiunternehmer anleiern mussten, was wir dann aber auch bezahlen mussten. Dann fuhr ihm ein Taxi morgens bei den ersten zwei Touren, fuhr ein Taxi mit und brachte die Kinder zum Bahnhof. Heute, also nachdem es dann wirklich 19 wurden, war also selbst der Taxi schon nicht mehr ausreichend und wir haben eine andere Regelung gesucht und mit der Stadt Kevela und der NIAG eine Lösung gefunden. Da fährt jetzt morgens früh ein Bus von Kevela über Twisteden nach Geldern zu den Berufsschulen und weiterführenden Schulen. Und wenn die Kinder mittags wieder zurückkommen, dann haben wir die Kapazitäten und können die wieder mit ins Dorf nehmen. Die kommen nämlich ja dann nicht mehr alle gleichzeitig, dann wird sich das ja, dann entzerrt sich das. Ja, ich bin schon mitten bei der Frage, wen befördern wir? Schüler, ältere Herrschaften. Wir haben immer viele Rollatoren. Unser Bus hat Platz für 8 Fahrgäste und etwa 3 Kinderwagen oder Rollatoren. Aus dem Grunde haben wir mittlerweile auch einen Niederflurbus. Dann ist es einfacher, diese Hilfsfahrzeuge in den Bus zu bekommen. Und für uns rückenschonender. Denn wir sind auch nicht mehr die Jüngsten, die meisten von uns. Und einige von uns haben auch so ihre Wehwehchen. Obwohl wir also manchmal dann auch sagen müssen, nee, tut mir leid, da kann ich nicht helfen. Sie müssen erst den Rollator auspacken, das ist mir zu schwer, da kann ich nicht helfen. Werden wir oft trotzdem mit Dankbarkeit überrollt. Eine Dame, die vor Jahren mit ihrem behinderten Mann regelmäßig in die Stadt fuhr, hatte es sich dann irgendwann zur Aufgabe gemacht, in der Weihnachtszeit Plätzchen zu backen. Und für jeden Fahrer, die hatte immer gefragt, wie viele seid ihr, für jeden Fahrer ein Tütchen gepackt hatte. Und das wurde dann zu Nikolaus, brachte sie das, den Karton in den Bus und jeder, der fuhr, durfte sich dann eine Tüte rausnehmen. Das ist ein Zeichen dieser Dankbarkeit. Jeden Tag hören wir, was sind wir doch froh, dass wir den Bus haben. Gestern Abend bin ich gefahren, hatte wieder 2 Damen im Bus, 2 Witwen. Die eine sagte, Sie fahren aber schon lange. Ja, sage ich, ich fahre schon seit Beginn unseres Vereins oder seitdem wir die Route aufgenommen haben. Dann haben Sie doch sicher auch meinen Mann gekannt, Herr van Schaik. Ja, sage ich, den haben wir auch gekannt. Der hatte immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Der fuhr jeden Tag, sagte sie, der fuhr jeden Tag. Und für den war es auch wichtig, diese Kommunikation mit uns. Und das ist jetzt eben für die Alleinstehenden, sind wir ein ganz wichtiger Faktor, die sozialen Kontakte. 2 Damen hatte ich gestern im Bus, die eine war Frau van Schaik. Sie erzählte dann nachher, nachdem die andere ausgestiegen war, ich kenne diese Frau eigentlich nicht wirklich, aber wir sehen uns immer im Bus und wir unterhalten uns immer nett. So. Und viele sind alleine zu Hause und sind froh, wenn sie dann irgendwo unterwegs wieder sind und auch in die Stadt kommen. Die Geschäfte sind nicht in den Wohngebieten, die sind alle in der Stadt und die Leute möchten nicht immer jemanden fragen, könnt ihr mich mal zu Aldi fahren oder zum Geschäft fahren. Wir sind dann froh, wenn wir dann da sind. Wir befördern etwa, hatte ich gerade schon mal gesagt, 6 bis 7 Personen im Durchschnitt pro Tour. Die meisten so um die Mittagszeit, am frühen Nachmittag. Ich fahre im Moment häufig abends, da sind es dann nicht mehr so viele. Dann habe ich dann leider auch schon mal eine Tour, wo keiner drin sitzt, aber meistens habe ich auch so 2 bis 3, die doch noch mitfahren. Aber wir wollen also noch nicht diese Touren ganz streichen. Wir überlegen gerade, ob wir da irgendwelche andere Lösungen finden. Haben auch da schon eine Idee, weil wenn wir jetzt nur noch fahren, wenn viele Leute kommen, dann kappen wir ja wieder den Plan und dann fahren schon wieder weniger. Denn wir müssen eigentlich anbieten, wir bringen euch auch noch um 19 Uhr nach Hause. Also um 7:30 steht unser Bus in der Garage, dann geht es allerdings nicht mehr.
sind dann auch genug. Wir befördern 80 bis 90 Fahrgäste am Tag. Das sind etwa 23.500 im Jahr. Schon eine schöne Zahl. Ist nicht ganz, aber fast so viel, wie Kevela Einwohner hat. Nur unser Verein. Es gibt 4 Bürgerbusvereine in Kevela, die ebenfalls eine ganze Anzahl Leute transportieren. Ich hatte gerade gesagt, Inseltarif, unser Euro. Da habe ich auch eine nette Geschichte. Die gleiche Route ins Dorf fährt auch der Airport Shuttle vom Flughafen Weeze. Und wir fahren etwa gleichzeitig in die Stadt. Mal ist der Bürgerbus vorne, mal ist der Airport Shuttle vorne. Und ich fuhr diesen Sommer, letzten Sommer war es im vorletzten Jahr, fuhr hinter dem Airport Shuttle. Der fährt die Haltestelle Markt an, ich fahre hinterher. Bei ihm steigen Leute aus, bei mir steigen Leute aus. Der Airport Shuttle fährt wieder los, steht eine Dame da mit Koffer und winkt plötzlich ganz aufgeregt dem Bus hinterher. Ich fahre ein paar Meter weiter und frage dann, haben Sie was im Bus vergessen? Das ist kein Problem, der kommt gleich zurück, gehen Sie auf die andere Straßenseite. Nein, 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 sagt sie, ich muss zum Bahnhof. Ich war so im Gespräch mit einem jungen Piloten vertieft, ich habe gar nicht gemerkt, dass wir noch gar nicht am Bahnhof sind. Ich bin dann mit dem rausgegangen. Fahren Sie zum Bahnhof? Ja, ich sage, Sie müssen mir aber dann doch noch mal einen Euro geben. Und es ist auch nicht weit, Sie können auch laufen. Nein, nein, das ist mir schon den Euro wert. Sie bezahlt den Euro, ich fahre Sie dann dahin und sie sagt, ach, das ist aber ein netter Ort. Ja, und ich erzähle ihr was von Kevela, Wallfahrtsort. Und ach, ich bin auch gläubig. Und vielleicht ist das Schicksal, ich müsste vielleicht noch mal wiederkommen, vielleicht habe ich dann Glück und treffe meinen Piloten wieder. Dann habe ich den Euro gut angelegt. So, wie finanziert sich die ganze Sache? Vom Land ganz bedeutend, die finanzieren den Bus größtenteils, die Stadt tut was dazu. Spenden, Sponsoren, Werbung. Fahrgelder natürlich für die Betriebskosten. Ich muss ein bisschen abkürzen, sehe ich gerade. So, wir haben auch ein reges Vereinsleben. Wir machen Ausflüge und einen Tagesausflug, mal auch einen Zweitagesausflug und Grillfeste und Schulungen. Zum Beispiel Fahrsicherheitstraining fand ich sehr schön. Wäre mir sonst wahrscheinlich zu teuer gewesen. So macht das der Verein. So. Warum mache ich das? Weil es mir Spaß macht. Ja, es macht wirklich viel Spaß, wenn man dann auch die Dankbarkeit kriegt. Vor Jahren, als wir anfingen, war der Spaß für mich nicht so entscheidend. Da war es was anderes. Ich war Mams Taxi und fuhr manchmal 5-mal am Tag Kevela, Twisteden hin und her. Und da hatte ich keine Lust drauf und habe gedacht, dann fahre ich lieber einmal in der Woche 2 Stunden und dann können meine Kinder mit dem Bus fahren. So, ich muss zum Schluss kommen. Ich hoffe, Sie sind ein bisschen neugierig geworden, vielleicht auf Bürgerbus, aber es gibt viele, viele andere ehrenamtliche Tätigkeiten, ohne die unsere Gesellschaft viel ärmer wäre. Ich erinnere an die Tafel, die Freiwillige Feuerwehr, Katastrophenschutz, Hilfsdienste im Krankenhaus, in Altenheimen. Es gibt so viele Sachen, Bücherei, es ist eigentlich für jeden was da. Vielleicht kann ich hier den ein oder anderen überreden, sich auch in irgendeiner Weise ehrenamtlich zu engagieren. Es ist wirklich wert für eine bessere Zukunft. Wenn sich jemand für Bürgerbus-Projekt interessiert, ich habe Flyer mitgebracht, mit Ansprechpartnern, wo Sie sich dann weiter informieren können. Ansonsten denke ich, gibt es auch weitere Anschriften im Netz. Dankeschön.